There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseen. But the mission is clear. Deliver us. The moon. Ja, unsere Mission ist klar und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Angespielt hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Koya und das hier ist Deliver Us the Moon. Und damit wir gleich mal ein bisschen was hören, müssen wir kurz in die Settings. Ja, ist eine Pre-Access-Version, es erscheint heute auf Steam und ich kann vorher schon mal ein bisschen reinzocken. Vielen Dank dafür an Kaoken Interactive, die dieses Spiel entwickelt haben. Und ich hatte auch das Spiel bereits auf... jetzt haben wir auch Sound. Sehr schön. Ich hatte das Spiel doch bereits auf der Gamescom anspielen können und war schon sehr begeistert und vor allen Dingen verdammt neugierig. Ganz fremd oder ganz utopisch scheint die Geschichte, die gerade erzählt wurde, nicht zu sein. Die Ressourcen auf der Erde waren erschöpft. Man suchte nach neuen Ressourcen bzw. Energiequellen insbesondere und fand diese eben im Helium-3 auf dem Mond. Das lief soweit ganz gut. Das konnte abgebaut werden und sogar transferiert werden zur Erde. Allerdings kam dann... die Katastrophe und der Strom bzw. Energie, der Kontakt zum Mond, alles fiel aus. Man weiß nicht, was passiert ist und ohne Energie konnte man auch von der Erde aus nicht wirklich sinnvolle Rettungsaktionen starten. Das ist die Vorgeschichte. Momentan noch alles auf Englisch. An Deutsch wird gearbeitet. Da schauen wir mal, wann es soweit ist. Jetzt in diesem angespielt Video schauen wir uns die deutsche Version halt nicht an, sondern die englische. Und ich habe schon mal kurz angezockt, um ein bisschen warm zu werden mit dem Spiel und der Steuerung. Das ist nicht ganz einfach, habe ich festgestellt. Das wird ein hartes Spiel. Es ist ein Adventure, welches einen noch immer wieder vor Rätsel stellt und vor allen Dingen halt die Story im Vordergrund steht. Wir müssen rausfinden, was auf dem Mond passiert ist und müssen schauen, ob wir denn irgendwie die Kiste wieder zum Laufen kriegen. Es ist eine angespielte Reihe. Family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines by late afternoon and pass over the World Space Agency's former MPT ground station in the Attirau Desert. Authorities have imposed a mandatory evacuation of the impacted areas.
For countries north of the equatorial desert, temperatures are expected to be a mild 46 degrees Celsius. This was Nicole Cage for World News 1, September 16, 2059. Wishing you a safe and happy day. Ja, danke. Happy day, yeah. Milde 46 Grad werden erwartet und ja, das viel Schlimmere ist, ein dicker, fetter Sandsturm ist auf dem Weg und wird die Erde weiter in eine Wüste verwandeln. Über 30% der Erdmasse sind wohl schon, der Landmasse sind wohl schon zur Wüste geworden. Das ist sehr, sehr tragisch. Es ist Chaos auf der Erde. Die alte Raumfahrtorganisation, die das alles hier aufgebaut hatte und eigentlich ja, die Erde quasi retten wollte, weiter mit Energie versorgen wollte, ist mittlerweile aufgelöst nach Tumulten und allem möglichen. Also, absolute Katastrophe, wir die letzte Hoffnung, wir sind gestartet und jetzt komme ich dazu, es ist eine angespielte Serie, das heißt, wir haben natürlich wieder eine Umfrage oben rechts in der Ecke, findet ihr da, formschöne I für Infokarte, dort könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. In den angespielt Reihen wollen wir zusammen, ihr und ich, immer das Spiel ein wenig bewerten, einen Ersteindruck verschaffen. Ja, es geht nur um einen Ersteindruck in den wenigen Folgen, nämlich 5 an der Zahl, die wir haben. Am Ende, da tragen wir dann die Wertungen zusammen und heute soll es wieder wie immer in der ersten Folge um den Zuschauerspaß gehen. Also macht es Spaß zuzuschauen, macht es Spaß Videos von Deliver Us The Moon anzuschauen oder eben nicht. Ja, lasst es mich wissen, lasst es uns alle wissen und dann schauen wir uns das mal an. Also, jetzt geht's los. Es ist in diesem Adventure, wo wir der Story auf den Grund gehen müssen und wo wir schauen müssen, die Menschheit zu retten. Mal wieder, aber in einem wirklich extrem realistischen Rahmen. Ah, hier haben wir die Launch-Sequenz. Hier können wir gucken. Ja, okay. Ja, das habe ich schon 1000 Mal durchgegangen. Ich hoffe, ich muss mir das nicht merken. Oh, hier, das sieht nach Geschichte aus. For humanity, for the future. WSA, ja, Fossil Fuel Depletion, worse than thought. Okay, also die Energiereserven gehen schneller weg als gedacht und das ist so ein bisschen die Storyline scheint. Da ist der Startschuss WSA Takeoff, Mission to Find New Energy Sources. Da geht's dann los auf dem Mond. Warte mal hier, Inspect. MPT transmits power from moon to earth. Das ist dieser Microwave-Transmitter, wie auch immer. Hier, da steht es Microwave Power Transmission. Genau. Damit wurde die Energie vom Mond hierher transferiert. Das ging aber schnell, muss ich sagen. Ja? Also wenn wir hier mal gucken, das ist 2032, 9 Jahre später. Ja, also da waren nicht die Bauer vom BER am Werk. Das ging ratzfatz, ja. Das ging ratzfatz. Lunar Colony Disaster. Cryosleep Malfunction. Okay. In the wake of fatal error inside its cryosleep machinery, the research facility was suffered damage. Okay, also da haben wir auch einige Unfälle oben. Aber das wird wohl nicht der Unfall gewesen sein, aber in dieser Cryosleep. Okay. Okay, ja, und zahlreiche Leichen, Tote und dergleichen. Aha. We're ready to start the mission. Do you copy? Nö. Ich muss hier erstmal kapieren, wo ich bin, ja? Mission. Mission muss warten. So, was haben wir da? Stop hoping for magic solution. MPT disaster has proven its failure. WSA colony goes dark. Piers of Meltdown and Fusion Reactor. Okay, da sind dann irgendwelche Theorien und dergleichen. Und Research Facility to remain closed. Alles klar. Also, viele Katastrophen passiert. Wir werden davon einiges, denke ich, dann anschauen dürfen. Also, hier haben wir das. So, was haben wir hier noch? Da. Moon Man. A brave astronaut ventures to the moon, his mission to explore the lunar expanse and uncover its mysteries, while the road to desolation... Ja, ich muss gerade noch lesen. Ich habe noch ein Bilderbuch gefunden von früher. So. Das ist heroisch, aber hilft uns hier gerade nicht weiter. Ich fürchte, wir müssen zum Mond. Ich fürchte, wir kommen da nicht drum. Ja, alles gut. Ich drücke da mal auf den Knöpfen rum und nehme mir meinen Anzug. Ist ja in Ordnung. Ich werfe mich ja schon in Schale.
So, sind alle ein bisschen handlicher geworden in den 50 Jahren, die Ground Control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. Jawohl, Tab, Astro Control. Welcome, confirm contact. Radio contact confirmed. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Ah, der kommt hier an, der Sturm. Alles klar, ja, dann sollten wir uns vielleicht wirklich ein bisschen beeilen. Ne, die sind ein bisschen, also die Raumanzüge, ne? Früher brauchte man 25 Leute, um einen da reinzubringen. Scheinbar ist das in den 35 Jahren hier ein bisschen komfortabler geworden. Die Rakete allerdings nicht. The Taurus 5. It took us 4 years to get her ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Ja, in ein paar Stunden, komm. Habt ihr mal nicht so. Weißt du, was ich in ein paar Stunden alles sehe? Da ist das Ganze angespielt vorbei. Wir können hier was scannen. Created by Isaac Johansson, the MPT transmitted power from the moon to the earth through a network of satellite dishes. Since Isaac's disappearance during the 2054 blackout, Claire Johansson has studied her father's work closely in preparation for the Fortuna mission. Aha. Okay, also Claire Johansson, die Tochter von Isaac Johansson, und der hat dieses MPT wohl mal erfunden, erstellt. Relativ laut, aber ich find's vielleicht ein bisschen zu laut, ne? Wir müssen da mal wieder rein in die Settings. Die zerstellen sich leider jedes Mal. Ja, man sieht's, ne? Ihr seht, was ich meine. Machen die Master Volume mal so. Ja, ich hoffe, dass das ist wieder laut. Naja, es geht. Soll ja auch ein bisschen Feeling rüberkommen. Auf dem Mond, glaube ich, wird es da hingegen eher. Ich will nicht sprinten, ich will mir alles angucken. Außerdem ist windig. Auf dem Mond wird es, glaube ich, eher ruhig. Weil wir mit Lautstärke nicht so viel Probleme haben. Home is where we are together, Claire Johansson. Okay. It's a girl, Isaac and Elizabeth. We are proud to announce the arrival of Claire's little sister, Kathy Christina Johansson. 2044 geboren. Jetzt haben wir, was haben wir? 2052? 54? Dann mal 10. Okay. Alte Erinnerungsbilder. Was haben wir hier? Isaac Johansson, MPT, End of the Age of Wires. Imagine a world free of fossil fuels and pollution. All of our energy needs satisfied in the blink of an eye. A system can wirelessly transmit energy all over the world and beyond. This is MPT, the Microwave Power Transmission. Ja, eigentlich schon eine ganz schöne Vorstellung. Keine fossilen Brennstoffe mehr verblasen. Okay, das ist das Buch. Isaac Johansson hat das wohl geschrieben. Okay, über dieses revolutionäre System. Davon gibt es noch ein paar Exemplare. Ach nee, das sind andere hier. Kann man mal das hier? Nee, immer nur das eine angucken. Okay. Da können wir wieder was scannen. Das ist die Mutter. Elizabeth Johansson. Mother, Wife, the Light of our Lives. Okay, Forever in our Heart. Sie ist gestorben. Sie ist gestorben, die Mutter von Claire. Okay, Kathy, Claire. Alle Sachen verpackt, Teddybär. Oh. Okay, lass mal gucken. The Johansson Family, a Mother Lost. Elizabeth kept the Johansson family together after her husband Isaac assumed a role on the Lunar Council. After her death, Claire took care of her sister Kathy before she was taken to the moon to live with Isaac. Both Isaac and Kathy have not been seen since the blackout. Also die kleine Tochter wurde dann wieder hochgeschickt zum Vater. Alles klar. Erst hatte sich Claire um die gekümmert. Und dann wurde sie hochgeschickt zum Vater. Das sind so Storyfetzen, die wir aufnehmen, die vielleicht nicht immer relevant sind, aber die ich finde, solche Spiele halt ausmachen. Hier ist nun mal ein storylastiges Spiel. Viel Erkundung, viel herausfinden, was wirklich passiert ist. Da gehört das dann dazu. Auch in einem angespielt.
A monument marks the entrance to the Fezzenkov Cosmodrome. The facility was abandoned until the Fortuna team made it their base of operations after the blackout and began preparations for humanity's last mission to space. The sign reads, to the stars. Das ist Sputnik. Das ist der erste Satellit, der damals von den Russen in den Weltraum geschossen wurde. Sputnik, sehr bekannt. Und das alte Denkmal. Ja, und diese alte Raumstation wieder in Betrieb genommen, jetzt durch dieses Rettungsteam hier, wo wir Teil von sind. Es wird windig. Und ich fürchte, wir müssen da jetzt rein. Ich leg mich wieder hin. Damit flieg ich nicht. Nein, ganz de voll vergessen. Ciao. War schön. Mit so einer Schrottmöhre sag ich zum Mond. Wie kriegen die mal meine Tür auf? Warum ich? Warum immer ich? Vielleicht muss ich auch an irgendwelchen Rädchen drehen, um diese Rakete nach oben zu befördern. Vielleicht muss ich in die Pedalen treten oder so. Ja, ne, Energie haben wir leider nicht mehr. Jetzt müssen wir leider Pedalenantrieb nutzen. Hier haben wir so eine kleine Funzel. So, ich hoffe jetzt der Schalter funktioniert. Sieht aus wie so ein Fahrstuhl. Ja, Mission fehlgeschlagen, weil Astronaut im Fahrstuhl stecken geblieben ist. Wisst ihr, was ich mich frage? Wo sind eigentlich all die Leute, die diese Rakete hier gebaut haben? Ach, da geht's aus. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony. At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will, when you get the MPT back online. Ja, mit den Solarzellen ist halt auch nicht so weit her. Sind das Solarzellen? Sieht so aus, ne? Bei dem Wetter sind die schnell kaputt. Wir müssen hier rein. Irgendwie eine Einmannveranstaltung. Der Rettungsapparat hier. Flashlight haben wir an. Alles gut. Daran werden wir uns gewöhnen dürfen, glaube ich. Ich denke, auch auf dem Mond wird es nicht sonderlich hell sein. Warte mal hier. If power's out, use code 3548 for the door. 3548. Immer sammeln. Tab Objective, use code 3548 to gain access. Okay, aha. Haben wir doch gerade. Es lohnt sich, überall durchzuschauen. Wir müssen immer alles inspizieren, bevor wir einen Weg weiterfinden. Da wahrscheinlich. So, was war das jetzt? 3, 5, 4, 8. War das richtig? War richtig. Ich bin stolz. Meine Güte, ist das dunkel hier. Da geht's nirgendwo rein. Ah, es werde Licht. Rollo hoch. Sehr schön. Alles zu, da geht's weiter. Once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Sind wir hier wirklich alleine oder was? Hey, ich wollte da drauf. Mano. Hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht, aber ich habe oben. Gibt's, dafür haben wir einen Zettel freigelegt. Was haben wir hier? Mission Colonist Dossier. Isaac Transon. Ach, hier vom Vater. Education, Occupation, Lunar Council Member, Relatives. Kathy Transon, Claire Transon, Elizabeth Transon, die gestorben ist.
Vermisst wird er seit 24.09.54. Last known whereabouts, Copernicus Moon Hub. Und das psychologische Profil unten ist ein Workaholic. Wurde eingenommen durch die Erstellung und Verwaltung von diesem MPT. Ja, und dadurch gab es einige Risse in diesen Beziehungen, die er geführt hat zu seinen Verwandten. So. Und zog sich mehr und mehr zurück, nachdem seine Frau gestorben ist. Gut. Hier geht's wohl weiter. Ich schau mal wieder ein bisschen mich um. Sieht aber so aus, als wäre hier nichts. Dossier. Maria Gonzalez has raised the Fortuna Team. Okay, die hat das Fortuna Team gegründet, Maria Gonzalez. Aus den Ruinen quasi, aus der Asche der Weser. 2055, Maria's Team has been secretly working on the mission. Also eine geheime Mission hier, das Ganze. Und hier sehen wir... Ja, weiß nicht, irgendwelche interessanten Malereien. Was haben wir hier? Inspect. Aha. Ja. Mal da. Okay. Also während dieser Fehlfunktion im Kryolabor, da war man immer noch in Kommunikation mit der Erde. Aber bei diesem Blackout ist das alles anders. Was wirklich, warum ist diese Kolonie komplett, also eine ganze Kolonie mit einem Schlag komplett stumm geworden? Was ist da oben wohl passiert? Es muss also was Größeres sein als jetzt eben damals bei dieser eigentlich schon riesigen Katastrophe. Scannen. Maria's broken ASE unit. One of the few survivors of 2048 cryosleep malfunction, Maria brought her damaged ASE unit back to Earth with her. She's been trying to repair her ASE in hopes of restoring holographic recordings captured by the device during her time at the Huygens Research Facility. Okay, also irgend so ein Aufzeichnungsdrohnengerät, weiß der Geier, was das war, mit holographischen Daten. Sie versuchte es wieder zu restoren, allerdings wohl nicht erfolgreich, so wie es scheint. Sarah, wir haben uns vor einiger Zeit in der Pearson Space Station getroffen. Schauen wir mal. Erinnerst du dich, wo wir über meine ASE-Einheit gesprochen haben, die kaputt ist? Und ich versuche einen Weg zu finden, wie man diese holographischen Daten wieder gewinnen kann. Ja, ich erinnere mich, diese holographischen Daten laufen durch eine einzigartige Hardware-Komponente. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau übersetzen soll. Und ich bin mehr in Software spezialisiert. Du solltest zu meinem Kollegen Rolf Robertson gehen, hier oben bei der Pearson-Station. Er ist ein exzellenter Mechaniker. Gut, das ist soweit. Moment, wo kamen wir her? Wo müssen wir hin? Da müssen wir wohl hin. Soweit, so gut. Ich versuche das immer so gut es geht irgendwie ein bisschen zu übersetzen, aber ansonsten sind ja viele von euch auch des Englischen mächtig und können da sicherlich mitlesen. Hier sind weitere Daten, die uns glaube ich nicht so sehr interessieren. Hier hätten wir einen Fahrstuhl, der... Ich vermute, dass es ein Fahrstuhl ist, oder? Ja, sieht so aus. Der aber wohl kaputt ist. Wunderbar. Da können wir nicht. Ah, Moment. Crap. Das ist doch Crap. Oh, Baller. So. Licht. Gut. Hier ist wenig zu finden. Da geht's hoch. Control Center. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das beruhigt mich gerade.
Ich habe mich nicht verlaufen. Da geht's nicht durch. Da müssen wir uns wieder einen anderen Weg suchen. Hier scheinbar die Kantine. Was haben wir hier für Zettel? Oh, irgendwelche welche Trinkspielchen haben sie hier gemacht. Na, fantastisch. Na, fantastisch. Da blieb Zeit für... Oh, sollten wir uns mitnehmen hier auf unsere Reise. Ein bisschen Orangensaft. Was haben wir denn da? Isolated three plausible causes for the MPT blackout. One, the transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come. It's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we had in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. Right. Secondly, it could be one of the network pillars. Okay. Mir scheint, sie war jetzt auch nicht mehr so gut auf ihren Vater zu sprechen, ne? Das ist interessant. Okay, scannen. Rocket Model. So, das ist das Modell der Rakete. Die hat die Taurus 5, mit der wir jetzt hier flattern. Design. Na, dann hoffe ich mal, dass er das gut gemacht hat. Was haben wir hier? Dambridge University. Alles klar. So, hier ist noch was. Inspect. Supreme Court of the United Kingdom. Supreme Court of the United Kingdom. Claire Johansson ist adressiert. Und um was geht es? The court rules that Father Isaac Johansson as a next of, also der nächste Verwandte, also, okay, Moment, das Gericht ordnet an, dass der Vater Isaac Johansson als nächster Verwandter Berechtigung, ne? Ja, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Die Berechtigung erhält eben Kathy Christina Johansson großzuziehen, nachdem Elizabeth Johansson gestorben ist. Okay. Als ihr aktueller Anvertrauter ist Claire verpflichtet, Kathy sicher zum Mond zu bringen, um mit dem Vater wieder vereint zu werden. Erziehungsberechtigung? Verdammt nochmal, mir fehlt echt das deutsche Wort, das gibt's auch gar nicht. Egal, ihr wisst, was Sache ist. Also sie hatte eigentlich versucht, Kathy dann jetzt hier großzuziehen und ja, eigentlich dem Vater zu entziehen quasi. Und ein richterlicher Beschluss hat dafür gesorgt, dass die dann doch zum Vater muss. Also da hat's ordentlich gekracht in der Familie. Und das erklärt auch gerade ihr leicht abwertendes Urteil. Get the rocket ready to launch as fast as possible. Werden wir machen. Beim nächsten Mal müssen wir schauen, die Rakete an den Start zu bringen. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Das ist eine Angespielt-Reihe oben rechts in der Ecke. Habt ihr selbstverständlich die Möglichkeit abzustimmen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Es ist ein, wie ich finde, recht spannendes Spiel. Ein düsteres Spiel selbstverständlich. Ein storylastiges Spiel mit einigen Rätseln, auf die wir uns einstellen dürfen. Und sicherlich auch kein einfaches Game. Das ist ebenfalls was, worauf wir uns einstellen dürfen, gehe ich mal von aus. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt, ob ihr mehr davon sehen wollt von Deliver Us the Moon. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der zweiten Folge. Die kommt dann schon bald in dieser Angespielt-Reihe. Danke fürs Zuschauen, fürs Kommentieren und fürs Abstimmen. Bis dahin, macht's gut und ciao.